Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu Jurassic World Evolution Fight Club. Auf der linken Seite haben wir fünf Velociraptoren. Auf der rechten Seite haben wir fünf Dilophosaurus. Die werden wir jetzt gegeneinander antreten lassen. Und wir schauen mal, wer gewinnt. In der Mitte ist ein Anreiz, ist Fleisch. Wir werden uns gleich in ein Ranger-Auto setzen und uns das Ganze hautnah angucken. Und wir beginnen. Ich mache die Tore auf. Und dann schauen wir mal. Da laufen die ersten raus. Da unten fangen die ersten schon an zu kämpfen. Wir werden hier weggerammt. Überall sind weitere Kämpfe zu sehen. Wir machen ein Foto. Aber scheint so zu sein, dass die Velociraptoren stärker sind als die Dilophosaurier. Ja. Die hier hören einfach auf, wieder zu kämpfen. Die da hinten haben auch aufgehört zu kämpfen. Da kommt Verstärkung. Nein, die greifen uns an. Fangen die wieder neu an zu kämpfen. Hier scheinen die Velociraptoren verloren zu haben. Es bleibt weiter spannend, wer jetzt gewinnen wird. Da scheint auch der Velociraptor verloren zu haben. Hier wird erstmal gemütlich gesnackt. Ah, jetzt kommt der nächste Kampf. Niedrige Gesundheit. Wird sich angespuckt. Der ist noch ganz friedlich. Ja.
Mischt sich er jetzt ein? Greift er ihn jetzt an? Ich glaube, er greift ihn jetzt an. Das wird wahrscheinlich das Ende sein von Velociraptor. Das ist das Ende von Velociraptor. Okay, er ist tot. Da unten ist wieder ein Kampf zwischen... Oh, zwischen den beiden. Wie gehen wir denn in die Perspektive? Beobachten das ein bisschen aus Entfernung. Velociraptor hat Schaden genommen. Hat aber... gesiegt. Wir werden unterdessen wieder angegriffen. Er schleicht sich von hinten an. Nein, er läuft einmal außen rum. Er ist im Moment mehr an uns interessiert als am Velociraptor. So wie ich das sehen kann, ist nur noch ein Velociraptor da und ein einziger von den Spuckviechern. Jetzt kommt es hier zum entscheidenden Kampf. Und es sieht so aus, als wenn der Velociraptor verliert. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 tote Dinos. Die anderen werden wahrscheinlich schon weg sein. Meine Damen und Herren, wir haben einen Gewinner. Und zwar der Dilophosaurus. Können wir es nochmal nachgucken? Nein, können wir nicht. Aber er ist der einzige Überlebende. Er hier hat bis 3 Dinosaurier getötet. Und er ist jetzt noch scharf auf unser Ranger-Team. Wenn ihr noch weitere Kämpfe sehen wollt von Dinosaurier, schreibt es in die Kommentare. Vor allen Dingen schreibt rein, wer gegen wen kämpfen soll. Und vielleicht auch mal eine Anzahl. Und wir werden sehen, wie es dann ausgeht. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao.